Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger, der heute mal sehr gute Laune hat, so muss ich das Ganze mal fast formulieren. Und heute mache ich mal so ein Video, wo ich einfach mal die Karten auf den Tisch lege, einfach mal Tacheles rede, wo er heute mal keiner verschont wird, was ich eigentlich sonst immer mache. Nee, heute gibt es mal Fakten, 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 denn es geht mir so einiges auf den Piss. Es geht mir so einiges richtig auf den Piss. Und ich fange einfach mal direkt mit der Frechheit des Jahres 2011 an. Und zwar, es war ja wirklich vieles. Aber also das ist wirklich die Krone. Ich nenne jetzt auch mal einen Namen, das ist wirklich der Knaller. Das schreibt Gaming-Profis, schreibt mir 50% der Schuhe merken, 50% der CK-Schauer merken es jedenfalls, dass er schlechter wird. Im Vergleich zu was? So, egal. Er wird doch teilweise von großen YouTubern fertig gemacht. Wer macht mich fertig? Sorry. Also, verstehe ich nicht. Okay. Ich meine doch nur, dass der Kalender und die Partnerschaft ein großer Griff ins Klo waren. Ich gebe dir recht, der Kalender war ein Riesengriff ins Klo. Gestehe ich auch ein, der Kalender ist scheiße, der gefällt mir auch nicht. Und es wird sogar so sein, dass ich wahrscheinlich morgen einfach nur eine NBA-Serie hochladen werde. Und ich weiß noch nicht, ob ich morgen einen Kalender hochladen werde. Lasst euch mal überraschen. Und die Partnerschaft war für mich überhaupt kein Griff ins Klo. Ich habe damals schon in dem Video von meiner Mom gesagt, dass ich das Ganze mache, weil ich Bock drauf habe. Weil ich das mache, worauf ich Bock habe. Ich habe keinen Bock, irgendwie einem Chef hinterher zu rennen und zu sagen, ja bitte und darf ich und hier. Habe ich keinen Bock drauf. Ich will mein eigener Chef sein. Und das, was ich hier mache, ist nur die Spitze vom Eisberg, die ihr mitbekommt. Darunter ist noch wesentlich mehr, was ihr gar nicht seht. Aber das ist ja auch nicht schlimm. So, und jetzt kommt der geilste Spruch. Also auf jeden Fall, die Partnerschaft war für mich definitiv kein Griff ins Klo und geschweige denn kein großer. Ganz schnell ist aus der Traum von YouTube, dann ist er arbeitslos. Also erstmal ganz schnell ist er aus der Traum von YouTube. Ich sag mal nur so momentan, ich mache im Schnitt am Tag 270 Abonnenten. Vor ungefähr 3 Monaten habe ich im Schnitt 260 Abonnenten, 200 Abonnenten, 230 Abonnenten gemacht. Ich mache am Tag ungefähr 71.000 Videoaufrufe. 17.000 oder 18.000 Kanalkommentare. Also ich weiß nicht, wo für dich da ein Ende ist. Sorry, tut mir leid. Und auch die Prognosen, die jetzt hochgerechnet werden, sehen ja nicht so schlecht aus. Aber ich sag mal so, das ist etwas, was dich nicht anzugehen hat. Das ist mein Ding. Und jetzt kommen wir zum Punkt, dann ist der arbeitslos und treibt unser Land in den Ruin. Das finde ich den absoluten Hammer. Also pass mal auf, ich habe bisher 13 Jahre in meinem Leben gearbeitet. Und ich bin mir zu 100% sicher, ich habe in diesen 13 Jahren mehr eingezahlt, als du in den nächsten 13 Jahren verdienen wirst. Überleg dir das mal, was das heißt. Und da würde ich jede Wette eingehen. Und ich weiß nicht, wie du auf diese Dreistheit kommst, dass ich unserem Land auf der Tasche liegen kann. Erstens, ich habe eine Eigentumswohnung. Das heißt, wenn ich mich arbeitslos melden würde, was würde das Arbeitsamt sagen? Hey, Sie haben eine Eigentumswohnung. Die wird jetzt erstmal schön verkauft. Dann haben Sie erstmal Geld. Weil so einfach kriegst du kein Arbeitslosengeld, wenn du eine eigene Bude hast. Als ich von der AIDA wiederkam, hatte ich noch Urlaub und habe mir überlegt, okay, sollst du dich arbeitslos melden? Nö, machst du nicht, einfach weil du keinen Bock hast, die Wohnung verkaufen zu müssen, weil die Wohnung ist komplett bezahlt. Und wenn du eine Wohnung hier in der Region hast, zahlst du schon mal locker geschmeidig einen 6-stelligen Betrag. So, hinzu kommt, und das Komma kommt erst nach den 6 Stellen, noch übrigens dazu. Hinzu kommt, dass ich die nächsten 2 bis 3 Jahre ohne Probleme klarkommen könnte, ohne zu arbeiten und ohne Arbeitslosengeld zu beziehen. Ohne irgendein Geld von irgendwem zu beziehen, könnte ich die nächsten 2 bis 3 Jahre locker leben. Jetzt kannst du dir mal ausrechnen, was das heißt, was ich irgendwie hier so im Hintergrund haben muss. Und bevor ich weiß auch, was ich für eine Ausbildung habe und für mich ist es kein Problem, irgendwie einen neuen Job zu finden. Nur ich habe Bock auf das, was ich gerade mache. Und ich finde es wirklich, 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 ich finde es richtig dreist. Ich weiß selber, der Adventskalender ist scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Der kotzt mich auch selber an. Und wenn ich teilweise die Leute
sehe, was die Leute hier schreiben, da denke ich mir so wirklich, langsam sinkt die Qualität. Was für eine Qualität? Was für eine Qualität sinkt denn? So, hinzu kommt, die Leute wollen Tipps und Tricks haben. Ganz ehrlich, was soll ich euch für Tipps und Tricks geben? Was soll ich euch für Tipps und Tricks geben? Ich kann euch keine geben und das hat einen ganz einfachen Grund. Weil ich momentan in Modern Warfare 3, in Modern Warfare 2 und in Black Ops komplett auf die Fresse bekomme. Nachdem ich von der AIDA wieder da bin, war das Spiel für mich quasi ein komplett neues Spiel, was ich komplett neu erlernen musste. Und ich bin immer noch nicht wieder drin. In Battlefield, wenn ich da mal eine positive Runde habe, bin ich schon happy. Genauso sieht es bei Modern Warfare 3 auch aus. Und ich bin keiner, der jetzt irgendwie hier tausende Tipps wieder raushauen kann. Zumal man muss sich auch mal vorstellen, wie viele Tipps fallen euch jetzt wirklich effektiv ein? Ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster legen und würde sagen, vielleicht 100. Maximal. Maximal 100. Und was bringt es euch, wenn ich euch einen Tipp zeigen will, ihn aber nicht schaffe und ihn in irgendeinem Gameplay nenne? Beispielsweise, ich hau jetzt mal einen Tipp raus. Den wollte ich mal irgendwann die Tage raushauen, habe mir aber noch aufgehoben, bis auf ein Gameplay was passt. Und zwar, ich spiele im farbenblinden Modus, das heißt, oben mein Radar hat blaue und orangefarbene Männchen und keine grünen und roten Männchen. Ganz einfach aus dem Grunde, weil man da den Stealth-Bomber des Gegners sehen kann. Wow, super, jetzt habe ich euer Leben bereichert. Sorry Leute, aber das ist doch ganz ehrlich, wenn ich die Leute vom DNO-Clan sehe, war es eine Schiene, muss ich ganz ehrlich zugeben, die war riesengroß mit Tipps und Tricks und Ole Ole. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da haben wir auch schon mit mehreren Leuten drüber gesprochen, intern unter den Kommentatoren. Kaboom teilt die Meinung, dass wir uns nicht mehr vor unseren Abonnenten, dass wir nicht mehr besser sind, sondern unsere Abonnenten sind teilweise besser. Früher hieß es, boah, krass, hör mal hier, wie du abgehst, Wahnsinn. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Und gerade bei mir, wo ich halt vom. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mir es nicht mehr antun. Ich habe damals, ich weiß auch gar nicht, wie ich es so durchgehalten habe, jeden Abend, wenn ich Feierabend hatte, MW2 gezockt. Ich kam nach Hause, hab mit den Jungs im Casino gesprochen. Ich so, na, was macht ihr nachher? Ja, wir zocken. Ja, alles klar, zack. Schon saß man vor der Konsole abends um, was weiß ich, 2, 3 Uhr nachts nach Feierabend. Oder auch um 4, 5 Uhr. Und hab mit denen gezockt. Ganz ehrlich, wenn ich das bei Modern Warfare 3 machen würde, so viel Controller hätte ich gar nicht, weil die alle gegen die Wand gepfeffert werden würden. Erstens, weil ich momentan mein Spiel, so wie ich es kenne, nicht aufziehen kann. Zweitens, weil dieses Spiel mir nicht so gefällt. Und natürlich, weil ich einfach nichts reiße. Und weil ich nenne es mal überspielt, weil ich überspielt bin. Was meint ihr, warum ich NBA 2K11 mache? Was meint ihr, warum ich Uncharted mache? Was meint ihr, warum ich mal ab und zu irgendwas anderes mache? Ganz einfach aus dem Grunde, weil ich nicht die ganze Zeit Modern Warfare 3 oder diesen Shooter-Bereich abdecken kann. Ich krieg's nicht hin. Es tut mir leid. Damals war auch noch ein weiterer Punkt, habe ich damit kein Geld verdient. Momentan muss ich halt gucken, dass ich damit mein Geld verdiene. So, ihr habt gerade eben gesehen, ich mache 71.000 Aufrufe am Tag. Das mache ich aber auch nur, wenn ich wirklich jeden Tag ein Video hochlade. So, wenn ich jetzt, wie damals, wo ich gerade in der Anfangszeit, wir können uns ja mal angucken, wenn ich mir jetzt vorstelle, was ich in der Anfangszeit, na komm hier, gehen wir auf den Videomanager, geht schneller. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Videos ich da hochgeladen habe, da habe ich vielleicht im Monat drei Gameplays hochgeladen. Das heißt, ich konnte in der restlichen Zeit gemütlich zocken. So, ich habe das erste am 23. August hochgeladen. 23. August, 24. August. Okay, am Anfang habe ich Knallgas gegeben. So, 31., 6., waren schon eine Woche zwischen. 7., 9., 12., dann hier, 12 Tage waren dazwischen. Bis zum 1100 Abos, 1500 Abo-Special. Dann 3 Tage, okay. Ich habe doch immer in so einem 3-Tages-Rhythmus fast. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da wäre wesentlich mehr Zeit dazwischen. Aber auf jeden Fall ist mehr Zeit dazwischen als jetzt. Und der Punkt ist einfach, jetzt bin ich dazu gezwungen, wo ich halt nicht die Möglichkeit habe zu zocken, bis der Arzt kommt, dass ich halt dann einfach, ja, nicht diese Gameplays habe, die ich gerne hätte. Zumal ich
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche vielleicht 3 Tage, um ein Gameplay von damals zu erspielen. Deshalb kompensiere ich das Ganze mit Uncharted, mit anderen Games. Da wird mir unterstellt, ich würde nicht auf Nachrichten antworten. Also da denke ich mir wirklich, wer bist du, dass du dir sowas erlauben kannst, dass du sowas rausnehmen kannst? Ich finde es richtig krass. Ich bin auch momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, angepisst. Ich zwinge keinen dazu, meine Videos zu schauen. Wenn euch Uncharted nicht gefällt, dann schaut es euch nicht an. Aber es gibt Leute, denen gefällt Uncharted. Es gibt Leute, denen gefällt NBA 2K11 oder NBA 2K12. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es traurig, dass ihr es einfach nicht versteht, dass wenn euch das nicht gefällt, dass ihr nicht dahin geht, Daumen runter, ist scheiße, weil das ist hier von Commander Krieger, ist kacke, weil ich gucke kein NBA bei Commander Krieger, will ich's nicht. Guckt's doch euch einfach nicht an. Das ist der Hammer. Also auf dieses Daumen runter, Daumen hoch gebe ich eh einen Scheiß. Daumen hoch gebe ich bei mir, bei meinen Videos einfach nur, weil die scheiß Subbox immer fehlt. Und wenn ihr jetzt da ankommen solltet und sollt sagen, Subbox fehlt nicht, bla 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 bla, gibt's direkt hier einen Text. Alle Anzeigen. Whip. So, wo haben wir's? Oder war das, also entweder war das bei dem oder beim NBA, beim, wie heißt es? So, hinzu kommt, ich wollte Dual Commentaries machen. Ich wollte klein anfangen, wollte immer größer raus, hat nichts gebracht. Habt euch drüber beschwert, dann haben wir uns im Livestream getroffen, haben gesagt, hier, tralala, wir machen was anderes. Jetzt bringe ich jeden Tag eine Abwechslung rein, gefällt euch auch nicht. Und ich glaube, von daher passt das einfach. Hier hast du CKs Reaktion. Live und in Farbe. Und jetzt braucht ihr mir nicht ankommen, ich bin nicht kritikfähig. Nenne mir mal 5 Beiträge davon, die wirklich Kritik enthalten. Also ich weiß nicht, was die Leute teilweise unter Kritik verstehen. Also das ist, ich weiß nicht, da ist eine griechische Staatsanleihe, ist genau das, was die meisten Leute da reinschreiben. Das ist genau das Gleiche. Ist nämlich wertlos. Ist phänomenal. So, und hier ist, glaube ich, der Subbox-Fail. War nicht in der Subbox. Das ist so ein Thema, ich lese mir nichts durch und mach nichts. Und das finde ich geil, dass er das hier macht. Finde ich cool. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt Leute, die schauen die Videos an, einfach weil ich hier ausraste. Guckt euch mal diese Clips an und sagt euch, es gefällt euch nicht. Dann kann ich euch verstehen. Aber die meisten, wenn ich mir hier, ja, hier, Justin Bieber ist schwul, tschüss. Kann ich direkt blockieren. Ja. Das ist auch geil. Ich habe die nächsten 5 Folgen sind schon durch. Aber ihr gebt mir immer noch Tipps. Und ich möchte auch gar keine Tipps haben. Ich möchte es selber schaffen. Weil das ist nämlich auch so ein bisschen gerade der Reiz, dass ich mich da doof anstelle. Aber es ist einfach, ich weiß nicht. Also ich stelle mir manchmal vor, was geht in euren Köpfen vor? Zum Beispiel bei diesem Gewinnspiel. Ja, okay, jetzt kannst du auch wieder sagen, FIFA 12, mach doch erstmal die anderen Turniervideos, mach doch erstmal das, mach doch dieses. Wenn ich auch für jedes FIFA 2012, ach, für jedes Commander Kaboom Turnier einen Euro bekommen hätte, wo da nachgefragt wird, ich glaube, ich bräuchte gar keine Werbung mehr schalten. Jetzt bin ich mal gespannt, weil das ist ja auch ein Gemeinschaftsprojekt. Aber ich wette mit euch, bei Kaboom finde ich nichts in den Kommentaren. Erstmal eine Kiffer ein. Das ist auch geil. Ich finde es so krass, was ihr. Das ist auch geil. D-Abo, du bist mir echt zu inaktiv. Bei mir bin ich zu aktiv, da zu inaktiv. Hinzu kommt, warum soll er. Was stört ein Abo, wenn er zu inaktiv ist? Er sieht ihn ja eh nicht in der Subbox. So, und hier ist nichts drin von dem Turnier. Alle kommen damit zu mir. Ist auch geil. Und irgendwann platzt mir da auch mal der Kragen.
Und hier dieses ganze Gespamme. Ey, ich krieg, ist jetzt Kabooms Kanal, ist mir egal. Aber Leute, fragt doch nicht dauernd nach irgendeinem Kanaldesign. Wenn ihr einen vernünftigen Kanal aufbaut, dann kommen die Leute schon zu euch und fragen, ey, soll ich für dich ein Kanaldesign machen? Habe ich Bock drauf? Und dann könnt ihr sagen, yo, mach mal oder mach mir ein Intro oder was weiß ich. Das heißt, die Leute kommen zu euch, wenn ihr geile Arbeit macht. Ihr kriegt nicht mehr Abonnenten, weil ihr ein geiles Kanaldesign habt. Das kommt eh nachher alles. Aber denkt doch mal nach. Dann, ja, Sub for Sub. Kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Was bringt hier? Nee. Hier. Werbung. Tschüss. Kein Bock. Warum blockiere ich diese Leute? Ganz einfach aus dem Grunde, wenn ihr euch mal zum Beispiel jetzt die Außenseite anschaut, nehmen wir einfach mal als Beispiel und wir schauen uns, Maul, und wir schauen uns hier mal die Kanalkommentare an. Erstmal muss ich sagen, ich glaube, wenn das neue Design übernommen wird, ich glaube, dann kannst du die Kanalkommentare kannst du wegknicken. Abo gegen Abo, Abo gegen Abo, Abo gegen Abo, 100%. Sub for Sub, ihr verliert Abos. Ist klar. Die machen am Tag 700 Abos. Abo gegen Abo. Abo gegen Abo. Leute, Abo gegen Abo bringt einen Scheiß. Abos bringen einen Scheiß. Abos ist einfach nur ein virtueller Schwanzvergleich auf YouTube nach dem Motto, ich habe mehr Abos auf du als du. Wisst ihr, was interessant ist? Aufrufe. Aufrufe sind das, was zählt. Weil die zeigen, wie kommen eure Videos an. Und ein geiles Video bringt halt mehr. So, dieses Video hier wird vielleicht 40.000 Aufrufe für mich haben. Was für mich? Nee, das nicht, das andere. 40.000 Videos für mich haben. Zumal, jetzt kommt auch nochmal der Punkt, Geldgeil. Ich bin ja so ein geldgeiles Schwein, dass ich Autoplay habe. Nur mal so nebenbei, durch Uncharted Gameplays, kann ich euch auch gerne zeigen, die sind nicht monetarisiert. Das ist jetzt monetarisiert. Wieso ist das monetarisiert? Geiler Fail. Das ist nicht monetarisiert? Hä? Wieso sind die monetarisiert jetzt? Haben die jetzt endlich die Lizenzen bekommen oder was? Bin ich verwundert. Das ist auch nicht monetarisiert. Das ist monetarisiert. Auch nicht monetarisiert. Auch nicht monetarisiert. Keine Ahnung. Also sorry, dann entschuldige ich mich dafür. Ich bin davon ausgegangen. Aber es sind trotzdem viele nicht monetarisiert. Aber kommen wir zum nächsten Punkt. Also dafür entschuldige ich mich für diese Falschaussage, die ich gerade gemacht habe. Aber hinzu kommt, die Uncharted Gameplays haben einfach weniger Aufrufe oder die NBA Gameplays. Guck mal, das Video habe ich am 16. hochgeladen. Das hat noch nicht mal 10.000 Aufrufe. Für mich ist das wenig. Ich habe am 16. das 17. Türchen hochgeladen. Das hat 57.000 Aufrufe. Das Türchen davor 29.000. Genauso sieht es bei Uncharted aus. Sind auch sehr wenige Aufrufe. Aber ich mache es, weil es mir Spaß macht. Was meint ihr, wenn ich geldgeil wäre, wisst ihr, welches Spiel ich zocken würde? Minecraft. Weil, was du mit Minecraft hier fabrizieren kannst, das ist so widerlich. Aber ich habe keinen Bock auf Minecraft. Weil ich damals meine komplette Welt da zerstört habe. Und das war für mich so ein psychischer Frust, wo ich gesagt habe, das Spiel packst du nicht mehr an. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Mir alles nochmal aufzubauen und dann durch einen dummen Scheißfehler, ja super, hängst du da. Nee, keinen Bock drauf. Und zumal jetzt bauen sie ja auch noch, habe ich irgendwie gesehen, kann man da auch noch, oder sind da direkt schon Städte? Ich weiß nicht, wer hat gesagt, also ich glaube Self-Owned. Gibt es seit Städte und alles Mögliche. Was will ich mit Städten in Minecraft? Nachher gibt es noch ein Ziel. Ja, super. Also, das ist einfach für mich ein Punkt, der geht gar nicht. Und ich mache das, worauf ich Bock habe, weil, ja, weil ich Bock drauf habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir überlegt, was packe ich heute in den Adventskalender. Gestern habe ich diesen Clip hier, sage ich jetzt mal, erspielt. So, jetzt habe ich mir überlegt, jetzt einfach nur mal so ein Gedanke von mir. So, ich habe heute Uncharted rausgebracht. Verdiene ich offiziell kein Geld mit. Zumindest nicht über unseren super Netzwerkpartner. Schön, dass ich rauche, ich bin Arschloch, ich weiß. So.
So. Also bringe ich Uncharted raus. Also habe ich mir gedacht, okay, was machst du noch? Sollst du irgendwie wieder so ein Online-Game rausbringen? Ich gucke mir dann auch so ein bisschen die Aufrufzahlen an. Ein Hauch, die Kommentare, wie viel da drauf kommen. Okay, das Axttürchen hat anscheinend kaum einer verstanden. Naja, weiß ich nicht wieso, weshalb, aber ist ja auch egal. Und überlege mir dann so, okay, wie sieht's aus? So, ich habe keinen Bock, nochmal so harte Videos jetzt reinzubringen. Viele haben mich geschrieben, nimm doch mal Stellung zur Religion, zur politischen Lage, was war noch, zum Sport. Nee, das ist nicht so meine Art. Und mir hat dieses Video schon schwer genug gefallen. Und da jetzt noch über Religion reinzugehen oder so, brauche ich erstmal nicht so. So, auf jeden Fall, die Videos, die am besten laufen, sind einfach Gameplay-Videos von Modern Warfare 3 etc. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal mir überlege, wo habe ich das Airtrap-Video, das allererste, was ich da gemacht habe, das war hier. Es hat 54.000 Aufrufe, 1800 Daumen nach oben. Da habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Gestern Abend habe ich oder die Nacht habe ich mit dem Ursel den Clip erspielt. Sprich diesen Airtrap-Multikill. Ich kann euch auch zeigen, dass der von mir war, weil, wo ist die Sau? Kommentierte Aufnahmen. Trap Jugger. So, das ist jetzt hier El Prinzo. Sprich ich, der jetzt hier gerade diese Airtrap-Scheiße wirft. Komm. Huuuh! Ich weiß, es kann zwar vielleicht nicht so toll jetzt gewesen sein wie irgendeine andere Scheiße, wie ein kommentiertes Gameplay oder so, ist ja auch egal. So, damit ihr seht, dass ich das auch wirklich war, das habe ich natürlich nachher nicht mit reingeschnitten. Wo ist denn der Kack jetzt hier? Und nicht. So, da, Commander Krieger killt Juggernaut. Kriegst nur 50 Punkte für. Und hier unten seht ihr es auch nochmal. Also, einige haben ja geschrieben, das wäre ein Fake, das Video, bei der Juggernaut. Das ist auch geil. Hier auf der einen Grafik sind die Kisten da. Wenn man dann zurückspult, sind die nicht da. Ist auch sehr witzig gemacht. So, jetzt kommt der Juggy, komm. So, da kommt der Juggernaut und die Kiste trifft ihn ja jetzt nicht hundertprozentig. Das heißt, sie zerquetscht ihn ja nicht. So, da haben einige gesagt, das ist ein Fake. Ey, Leute, habt ihr noch nie sowas im Kinomodus gesehen? Das ist halt einfach so ein, ich sag mal, Fail von dem Spiel, wie man es auch immer nennen mag. Also, ihr seht hier nirgendwo irgendwo Schüsse, irgendwas und das ist jetzt die Originalaufnahme, die ich so habe. Und der fällt jetzt halt vorher um, bevor ihm da. Jetzt kippt er um, bevor ihm die Kiste ins Kreuz fällt. Ja, aber da fällt nirgendwo ein Schuss, da ist nirgendwo einer. Ist natürlich ein super Fake von mir. Ist der Knaller. Ist echt der Knaller. So, was haben wir noch? Genauso sieht es aus mit German Taters. Ich möchte natürlich gerne auf German Taters ein Gameplay bringen. Das ist auch mein Verlangen. Nur was soll ich machen? Soll ich da ein 13 zu 4, was weiß ich, Team Deathmatch hochladen und der nächste, der kommt, ist was weiß ich, Kieler Junge, der ein 40 zu 1 da hochlädt. Ich bin nicht der Oberponer. Und für mich ist so ein bisschen der Gedanke, ich möchte nicht durch ein scheiß Gameplay die Qualität von dem Germantators-Kanal runterschrauben. Möchte ich einfach nicht. So, und ich kann euch nur das zeigen, was ich momentan als Bestes erspiele. Anders geht es nicht. Das ist einfach nur mal so, damit ihr euch so mal ein bisschen in die Lage versetzt. Und ihr braucht jetzt nicht ankommen, ja, dann kündige deinen Job, mach was anderes. Habe ich gar keinen Bock drauf, weil wenn ich meinen, oder wenn ich jetzt meine Selbstständigkeit auflösen sollte, was ich nicht machen werde, dann sieht es so aus, dass ich einen normalen Job habe, danach zocken werde und dann, was weiß ich, alle 5 Tage, alle 3 Tage ein Video hochladen werde. Aber ich werde es nicht mehr schaffen, eure Nachrichten beantworten zu können. Oder irgendeinen anderen Scheiß zu machen, wie Turniere etc.
So, und warum mache ich die Turniere? Ganz einfach, weil ich Bock drauf habe. Ich habe keinen Bock auf ein Battlefield 3 Turnier, geht eh schon mal nicht, weil man da keine vernünftigen privaten Lobbys hat. Hinzu kommt, ja, NBA 2K12, okay, spielen auch wenige Leute. Uncharted, der Online-Player wird auch noch kommen, aber soweit bin ich noch nicht. Erst will ich das Spiel durchhaben. Und wenn ich Uncharted durchhabe, dann kommt Batman. Und wenn ich Batman durchhabe, dann mache ich irgendwas anderes. Das werde ich dann aber abstimmen lassen. Mal sehen, was dann aktuell sein wird. So, und Modern Warfare 3 Turnier kann ich nicht bringen, weil da ist noch ein offenes Turnier, wo die Videos erstmal kommen müssen. So, und ich finde es einfach nur in einer gewissen Art und Weise teilweise frech, teilweise respektlos, wie Arbeit honoriert wird. Ihr könnt sagen, okay, hat mir nicht gefallen, habe ich kein Problem, ihr könnt da auch einen Daumen nach unten geben. So, aber ich habe es jetzt schon bestimmt das achte Mal, das siebte, achte Mal gesagt, dass mir selber der Adventskalender dieses Jahr nicht gefällt. Woran liegt das? Ich bin null in Weihnachtsstimmung. Ich habe gar keinen Bock auf Weihnachten, muss ich auch ehrlich sagen. Für mich ist Weihnachten dieses Jahr eine richtige Tortur. So, und wenn man selber nicht in diese Stimmung kommt, ist es auch schwer, diese Stimmung rüberzubringen. Und bevor ich mich da hinsetze und euch irgendwie einen vortrellere, ha, ist das nicht schön, Weihnachten? Kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Und warum sollte ich es machen, wenn da würde ich euch anlügen, habe ich keinen Bock drauf. Und ich stelle mir manchmal vor, ihr wollt es, dass ich so mache. Ich mache es aber nicht. Ich kann nur sagen, ich versuche das Beste daraus zu machen, was ich hinkriege. Aber ich habe null Bock auf Weihnachten. Ich bin froh, wenn wir den 27. haben und die Scheiße vorbei ist für mich. Für mich ist Weihnachten dieses Jahr echt schon gelaufen. Da ist null Fest der Vorfreude, nichts Besinnliches. Es haut mich wirklich nicht um. Und ich will jetzt euer Weihnachten damit nicht runterziehen und ich will jetzt auch kein Mitleid haben von euch oder so. Es ist einfach nur für mich so, für mich wird dieses Jahr Weihnachten scheiße werden, das weiß ich. Und ich kann es auch nicht irgendwie retten oder besser machen. Es wird scheiße. Und damit muss ich mich halt abfinden. Und bevor ich euch da hier die Möchtegern-Weihnachtsstimmung verkaufe, was ich nicht hinkriege, bin ich lieber ehrlich zu euch und mache vernünftige Videos. Und wenn da mal ein Scheißvideo dabei ist, okay, ist da ein Kackvideo dabei. Und wenn ich immer höre, deine Qualität wird schlechter. Ich möchte nämlich mit diesem Video heute, ich bin erstmal gespannt, wer sich das überhaupt so lange angeschaut hat. Bin ich echt mal gespannt. Auf jeden Fall, ich möchte jetzt gerne von euch wissen, ich möchte mal erstmal dieses Wort Qualität gerne ausradieren. Ich möchte es gerne umbenennen, weil für mich ist Qualität, ich messe diese Qualität in einer anderen Form und Weise. Für mich ist zum Beispiel die Qualität, dass ich meine Gameplays in einer größeren Auflösung aufnehme, um euch eine bessere Qualität bieten zu können. Genauso wie beim Intro. Okay, dem einen mag der Intro-Song nicht gefallen. Mir gefällt er. Er gefällt ihn auch vielen anderen. Sefon hat zum Beispiel, glaube ich, jetzt auch runtergeschrieben, dass er ihm gefällt. Ich finde den Song Hammer und der bleibt auch. Bums. Ende aus Mickey Mouse. Und auch das Intro. Ich finde das Intro wesentlich cooler. Bleibt auch. Bums. Und wenn ich mir vorstelle, was ich teilweise Ich bräuchte mir. Wenn ich mir jetzt, okay, machen wir ein Beispiel. Normales Modern Warfare 2 Gameplay, was ich hier so hochgeladen habe, hier so ein, was weiß ich, 10 Minuten Gameplay, hatte vielleicht 300 Megabyte. Lass es vielleicht mal 400 Megabyte gewesen sein. So, ich habe aber jetzt den Vorteil von einer vernünftigen Leitung. Wenn ich jetzt denke, so hier dieses Modern Warfare 3 Gameplay, das hat bestimmt ein Gigabyte. 1,5 GB. Einfach weil die Auflösung wesentlich höher gerendert ist als bei dem anderen. Und ich halt diesen Zeitverlust beim Hochladen nicht mehr habe. So, das dazu. Ich möchte auf jeden Fall deshalb dieses Wort Qualität einfach mal so wegschieben. Wir können ja mal sagen, wie sollen wir es definieren?
So, finde ein Synonym für der Unterhaltungsfaktor. Finde ich gut. Der Unterhaltungsfaktor. Findet ihr, dass der gestiegen ist, gleich geblieben ist, sich verschlechtert hat? Und wenn ja, wenn nein oder wenn gleich geblieben, warum? Das heißt, wir üben jetzt mal in diesem Video vernünftige Kritik zu äußern. Und alle Kommentare wie erster, Justin Bieber, fick dich, bla bla bla, werde ich einfach löschen. Oder scheiß drauf, lösche ich nicht, ich habe keinen Bock drauf. Könnt ihr schreiben, was ihr wollt, ist mir kackegal. Und ich bin mal gespannt, wie viele Leute wirklich eine konstruktive Kritik rüberbasteln können. So, und konstruktive Kritik heißt nicht, gefällt mir nicht. Das ist keine Kritik. Also der Punkt ist, ich habe, ich weiß nicht, 75.462 Leute, die ich zufriedenstellen soll. So, die einen finden Uncharted geil, die einen finden Black Ops geil, die einen finden das geil, die anderen das. Und egal, was ich mache, die anderen beschweren sich. Ich mache das eine Video, ich sage jetzt mal Uncharted, kann ich nicht mehr sehen, Uncharted, Scheiße, bla bla bla. Es steht doch im Titel drin, Uncharted oder in eurer Subbox. Warum geht ihr dann da drauf? Also, sorry. Ihr braucht da nicht drauf gehen. Also so schlimm ist es jetzt nicht, dass ich da so auf den kleinen Cent angewiesen bin, dass ihr da drauf klickt. Und dann auch noch einen Kommentar schreiben müsst, Uncharted ist scheiße. Fakt ist, durch einen Uncharted ist scheiße Kommentar, ich werde Uncharted 3 zu Ende spielen. Genauso wie ich bei NBA 2K12 die komplette Saison zu Ende spielen werde. Ob ihr wollt oder nicht. Baff dich. So, was haben wir noch? Genauso Battlefield. Wenn ich diese ganzen Battlefield oder MW3-Geschnulze da immer mitkriege, das ist besser, das ist besser. Ja, dann guckst du dir doch nicht an, wenn du ein anderes besser findest. Oder bewerte es doch mal objektiv. Ich habe zum Beispiel gesagt, am Anfang gesagt, MW3 ist scheiße. So, und ich kann mittlerweile sagen, MW3 ist nicht so scheiße, wie ich es gesagt habe. Aber es ist auch nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Oder wie ich es mir gewünscht hätte. Es ist nicht die große Enttäuschung, die ich, mit der ich gerechnet habe. Es hält sich im Maße. Es gibt ein paar gute Dinge, es gibt aber auch viele schlechte Dinge, meiner Meinung nach. Und für mich ist dieses Spiel einfach ein komplett anderes Spiel, was ich komplett neu erlernen muss. Und da ich momentan eh mit meinem ganzen Aiming und so ein Scheiß Probleme habe, muss ich von vorne anfangen. So, und da kann ich nicht irgendwelche Tipps und Tricks raushauen. Geht einfach nicht. So, und dann, oh, gestern, oh, war auch geil. Da unterstellen sie mir dann, dass ich 20 Minuten für so ein Video brauchen würde. Das ist der. Okay, für dieses Video hier, das ist einfach nur jetzt ein Vlog-Gequatsche, wo ich einfach meine Emotionen raushaue. Okay, das ist auch schon der dritte Anlauf, weil beim ersten habe ich sinnlos beleidigt, das habe ich dann wieder gelöscht. Beim zweiten habe ich mich irgendwie viermal verhaspelt, da fuhr hier noch ein Krankenwagen vorbei und das werde ich jetzt hochladen. Aber es ist doch einfach so, ich weiß nicht, was in euren Köpfen drin vorgeht. Ich habe keine Ahnung. So, ich weiß einfach nur, den einen Leuten gefällt das, den anderen Leuten gefällt das. Allen recht machen kann ich es nicht. Und ich kann nur das machen, was mir Spaß macht. Und das versuche ich alles unter einen Hut zu bringen. Und ich möchte von euch gerne wissen, dass der Unterhaltungsfaktor wieder, wie ihr den momentan findet. Ihr könnt auch gerne Schulnoten geben von 1 bis 6 und begründet das Ganze. Ihr kriegt ja auch nicht eine Klausur wieder, da auf der steht 5. Mangelhaft, weil ich es sage. Nee, da sind Fehler angekreuzt. So, und wenn ihr, ich sag mir jetzt mal, ich möchte, dass ihr das Ganze objektiv anhand von mehreren Sachen bewertet, das heißt von mehreren Gameplays. Ihr könnt jetzt nicht zum Beispiel sagen, ach, das ist, du kriegst von mir jetzt eine 5, weil du hast hier in dem Adventskalender-Video, hast du hinten die letzten 3 Minuten, die waren vollkommener Schwachsinn. Das ist Bullshit, das ist, ein einziges Video von, wie viel habe ich eigentlich? 280 online? 287 Videos. Bemisst ihr an einem Video einen kompletten Kanal. Also von daher, versucht mal, mir eine konstruktive Kritik zu schreiben. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt.
Und dann werde ich morgen in den Adventskalender, werde ich dann eine Antwort auf eure Kritiken geben, wie ich das Ganze sehe, ob ich die Kritik annehme, ob nicht und warum nicht, weshalb, wieso ich das nicht mache. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, dann machen wir es so und dann beantworte ich morgen alle eure Fragen, die jetzt noch kommen werden. Und bin mal gespannt, was dabei rumkommt. In diesem Sinne, gut Schuss! Euer Commander Krieger und ich muss euch sagen, ich finde das Intro geil. Den, 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 So, damit ihr auch was davon habt, hauen wir das Ganze jetzt mal hier mit Musik rein. Ist das geil? Ja. So. Ich bin gespannt.